So, meine Lieben. Geht's jetzt weiter? Oh. Oh Gott. Mit sowas rechnet doch keiner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Holy shit. Die sind ziemlich nasty. Okay. Wir haben wieder Full Life. Das war jetzt nicht so klug. Ich muss da auf jeden Fall... Ja, die haben auf jeden Fall eine relativ feste Richtung. Erstmal die Gegner alle kennenlernen, wenn es irgendwie neue gibt. Muss da halt ein bisschen aufpassen. Also, bin nicht so schwer, aber ich muss halt ständig in Bewegung bleiben. Ich finde es schön, dass es so eine Autozielfunktion gibt. Weiß jetzt gar nicht, gerade gar nicht, ob ich... Ah, sehr schöne Truhe. Ob ich irgendwie... ob ich gerade weitergehe oder ob ich, irgendwie was verpasst habe. Erstmal essen wir was. Aufwärts, schwebender Kontinent. Abwärts, Tropos. Okay. Okay. Also, so schwer sind die jetzt nicht. Ich hatte ein bisschen mehr Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich die ganze Zeit an diese bösen Bomben denke. Wird auch ein bisschen öfters mal meinen aufgeladenen Schuss nutzen. Weil das macht halt schon echt gut Schaden und ich krieg dadurch die ganzen Gegner auf einmal weg. Sehr schön. Gucken wir mal, was hier ist. Haben wir nämlich wieder so ein kleines Secret, habe ich das Gefühl. Oh wow, alle mit auf einen Streich. Ja, gut. Und hier brauchen wir wieder die Möglichkeit, irgendwie zu fliegen. Ja, wir können hier leider nicht fliegen. Ich glaube, irgendwann kriegt man halt das Upgrade, damit man auch gegen solche Wasserströme fliegen kann. Oder man kriegt einen Doppelsprung, also eins von beiden. Aber ich kann mir eh mehr vorstellen, dass man gegen Wasserströme fliegen kann. So, da geht's weiter. Okay, was haben wir hier? Noch mehr Wasser. Oh, das sieht ziemlich duster aus gerade. Was bist du? Okay, du gehst anscheinend nur aus. Ja, du bist nur aus. Okay. Ah, da kommen mir doch gleich Pollen entgegengeflogen, oder? Ja. Dachte ich mir schon. Geht's hier wirklich nicht weiter? Bin ich jetzt gerade auf einem Drogentrip? So Yoshi Island mäßig? Oh Gott. So. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich mag diese Auto-Aim-Funktion, die ist echt gut. Wobei sie manchmal auch ein bisschen... Ah, das vergiftet mich. Geht das erst jetzt? Muss da ein bisschen aufpassen. Ich weiß halt nicht, ob die irgendwann wieder lebendig werden. Es wirkt schon so ein bisschen, als ob die mit der Zeit irgendwann wieder lebendiger werden. Ja, ich will da eigentlich ran. Für einen super Schuss. Aber weil übelst para, dass ich nochmal getroffen werde. Oh, hier kann ich eine Münze einlegen, oder? Einfügen.
Und jetzt? Ich habe das Gefühl, hier gibt es ein ganz, ganz großes Geheimnis, wenn ich irgendwie alle Münzen sammle. Das wird lustig, die ganzen Dinge einzusammeln. Irgendwie das Gefühl, dass das sehr lustig wird. So. Perfekt. So, jetzt können wir nämlich hier weiter. Muss da nur ein bisschen aufpassen. Ich nicht irgendwie nochmal in Stacheln reinrenne, weil viel Leben habe ich tatsächlich gar nicht mehr. Daran hängen kann ich nicht. Warte. Dachte ich mir. Ah, ich kann das alles wegbrennen. Die Natur muss sterben. Okay, das ist vielleicht ein bisschen fies. Aber ich möchte wissen, ob es hier irgendwelche Geheimnisse gibt. Man konnte auch in dem einen Tempel, in dem ersten, konnte man auch super viel verbrennen. Aber es hat irgendwie nichts gebracht. So, warte, ich warte mal, bis mein Schuss aufgeladen ist. Bringt mir aber nichts, leider. Okay. So, ich schätze mal, wir sind jetzt in Strato. Auf jeden Fall ziemlich windig. Ein Ältester. Oder was auch immer. Der schwebende Kontinent. Das großartigste Zuhause der Eulen. Die Maschine, die hier produziert wurden, waren die besten auf der ganzen Welt. Die Eulentechnologie konnte erstmals die Möglichkeit des Lebens selbst übertreffen. Die Eulen erreichen stets neue Meilensteine und ein Ende schien nicht in Sicht zu sein. So steht es im Buch von Noctar geschrieben. Ich frage mich, ob ich den richtigen Weg gewählt habe. Der hilft ja auch Moistrom. War das jemand, den ihr kennt? Nö. Aber er kennt sich gut mit der Geschichte der Eulen aus. Und er scheint uns zu folgen. Wenn er irgendwas mit dem Angriff auf Advent zu tun haben sollte, wird er dafür bezahlen. Beim nächsten Mal sollten wir ihn schnappen. Nun, wir können es gewiss versuchen. Aber unsere wichtigste Aufgabe ist es, dieses letzte Relikt vor Moistrom zu bekommen. Okay. Sehr schön. Hey, nächster Tempel. Ein Dschungeltempel. Ich kann. Ah, ich kann das anzünden. Okay. Mechanik verstanden. Okay, Leute. Ich bin kein großer Fan von dunklen Höhlen und ich habe gehört, dass es hier fleischfressende Mücken geben soll. Aber es ist der einzige Weg, den wir nehmen können. Ich bin mit meiner Flinte stets in Bereitschaft, Meister Gaddy. Es ist nicht viel, aber ich könnte uns etwas Licht bringen. Danke, Alfonso. Das muss reichen. Okay. Und die mir weh? Scheint mir aber nicht. Oh Gott, dunkel. Weiß jetzt nicht so recht, ob ich einfach nur den Fliegen hinterher sollte. Ah, ich kann die Frucht mitnehmen, oder? Ja, sehr schön. Oh, ich kann sie verbrauchen. Aber ich habe dadurch wesentlich, ich sehe dadurch wesentlich mehr als durch rein. Wow, das war nett. Okay.
Also wenn ich schnell genug im Licht bin, dann tun mir diese Mücken auch nichts. Nein. Falsche Taste. Das war ziemlich fies. Dass da Stacheln immer waren. Oh Gott, was ist denn da? Oh mein Gott. Aber da hoch kann ich nicht, oder? Nee. Okay. Macht einen schon so ein bisschen nervös, wenn man nur so wenig sieht. Aber ich muss mir so ein bisschen... Ich kann die essen. Oh, ich leuchte dann selber. Okay. Oh wow, das Vieh habe ich gar nicht gesehen. Okay, nehmen wir mal die Frucht mit. Ich weiß halt nicht, wie lange man leuchtet. Oh wow, man leuchtet echt nicht lange. Alter, ich sehe die Dinger auch halt einfach gar nicht. Das ist ziemlich fies. Furchtbar. Aber man sieht das Auge. Ist das schon Ding schon tot? Muss mich ein bisschen beeilen, weil tatsächlich. Nein, ich will dich nicht. Also noch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier muss ich runter. Okay, ich habe ein bisschen Zeit gehabt. Sehr schön. Jetzt der ganze Bereich behelligt? Ich glaube schon. Sehr schön. Ja, ich muss da echt aufpassen. Oh Gott, was bist du denn? Eine Art Spinne. Ja, ich glaube jetzt mal einfach persönlich nicht, dass ich irgendwas... Oh Gott. Dass ich jetzt irgendwas kriege, wenn ich... Dankeschön. Alter. Danke. So. Wir müssen uns mal kurz hier die Pflänzchen schnappen. Ich muss da echt ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht reinrenne. So, da geht's weiter. Frage ist, bringt mir das was? Okay, also die kleinen Spinnen sind schon ziemlich scheiße. So. Das Tor öffnet sich wahrscheinlich, wenn alle Gegner tot sind. Kann ich mir zumindest vorstellen. Erstmal essen wir die Frucht. Wir mal, ob wir hier nicht vielleicht irgendwas anderes übersehen haben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich alles wegbrennen muss. Hier geht's drüben noch weiter. Ah, komm einer an. Ah, so wird ein Schuh draus. Das Tor macht es leider aber nicht auf. So. Sehr schön. Ah, schau mal. Haben wir den Schalter gefunden. So. Können wir da jetzt auch rein? Von da unten kamen wir ja.
Ja, das kommen noch mal so ein paar mal so richtig widerliche Dunkelgebiete. Oh, es ist hier wesentlich heller. Es wird den Kapitän da freuen, wenn wir ihm dieses Relikt bringen. Schnell, krall es dir dann und dann verdrücken wir uns. In Ordnung. Oh, was ist los? Oh, ein Wächter. Eher ein Wächter. Echt? Du musst es irgendwie zum Rascheln gebracht haben. Ich hau hier ab, bevor du alles vermasselst. Ey, warte doch! Ich frage mich ja, wer der dritte Begleiter wird. Ich würde es ja super feiern, wenn es die weiße Eule wäre. Keine Ahnung, ich hätte voll Bock, dass die weiße Eule, die kleine Stottereule, mein Begleiter wird. Ich mag die Schwachen. Ich habe immer ein Faible für die Schwachen. Furchtbar. Aber man kann die Dinger auch rausschießen. Interessant. Okay, ich habe schon mal so einen Fisch getroffen. Guten Tag, mein Herr. Okay. Ich habe keine Ahnung, was dieser Fisch bringt. Ich verstehe nicht den Sinn seiner Existenz. So. Oh, es wird wieder dunkel. Ach so, ich kann wieder Lampen anzünden. Oh Gott. Ich will eine Lampe finden. Danke. Bleib mal kurz hier. Geh mal die Truhe hier raus. Sehr schön. Wieder mehr Münzen. Damit haben wir schon 1300. Schon mal sehr gut. Wow, machen die echt Schaden, wenn die auf einen fallen. Das ist eine Lampe, oder? Ja. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen. So, das ist eine Lampe. Autsch. Furchtbar ist, wenn man getroffen wird, kann man auch erstmal nichts mehr machen. Oh Gott. So. Erstmal hier ein bisschen erhellen, um zu gucken. Sehr schön. Okay. Eine gehen hoch, eine geht runter. Ah, Gott. Okay, wo bin ich hier gerade? Da sind Moskitos. Okay, ich habe sie erwischt. Okay. Ich frage mich ja gerade tatsächlich, ob ich nicht vielleicht falsch gelaufen bin. Es sind echt viele Gegner hier. Moskitos machen mir ein bisschen Angst. Aber die sind relativ angenehm auszuweichen, muss ich sagen. Bisschen mehr Reichweite auf Geddy wäre halt echt nicht. Oh Gott, gar nicht gesehen. Ich dachte, er wäre schon tot. Okay, hier haben wir eine Frucht. Das Problem ist. Die einfach genau mit mir fliegen. Furchtbar. Okay. Da kommt was raus. Das habe ich gesehen vorher schon. Hui, hier ist eine Menge.
Okay. Aber das geht. Gott. Dass da Dingsabums da liegen, finde ich ein bisschen beunruhigend. Mal weg. Wenn ich jetzt noch irgendwie Geddy und Afonso irgendwie wegstecken könnte, ohne sie andauernd fallen zu lassen, das wäre halt super sinnvoll. Oder super hilfreich, sagen wir es mal so. Würde es mir was bringen? Nein, es würde mir gerade nichts bringen. Also entweder habe ich jetzt gerade den richtigen oder den falschen Weg. Mir wäre ja ganz prinzipiell ganz lieb, dass das der falsche Weg wäre. Weil das ja bedeuten würde, dass ich nochmal zurückkomme. Und tatsächlich würde ich gerne nochmal zurückkommen. Okay, da geht's nochmal da lang. Hier unten haben wir noch... Okay. Perfekt. Noch eine Lücke. Die sind lustig, die Gegner. Oh, nice. Geheimgang? Maybe? So, eine Frucht reicht erstmal. Oder nicht? Okay, es hat mir aber jetzt prinzipiell nichts gebracht. Außer, dass ich jetzt hier diesen einen Geheimgang freigeschaltet habe, der hier drüben. Okay, Ringe. I got Ringe. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, sonst nichts. Okay, also gehen wir jetzt in die dunkle Höhle erstmal. Der ich meine wunderbare... Ja, wie soll ich da rankommen? Dankeschön. Wow, ich muss wirklich Damage fressen. Nein! Okay. Ich muss mich ein bisschen beeilen, tatsächlich, weil dieser Lichtbuff hält leider nicht ewig. Okay, perfekt. Sehr schön, wir haben Licht. Wieso wirkt das wie ein Miniboss? Oh, es ist ein Miniboss. Oh, die sind wesentlich aggressiver. Oh Gott, da muss ich echt ein bisschen aufpassen. Ja, genau deswegen. Okay, das waren ziemlich viele auf einmal. Ah, ich sehe nicht, wenn sie rechtzeitig... Oh Gott. Sind ja wie auf Crack, die Viecher. Also sie sind eine Weile gestunt, wenn sie gegen einen gegen Wände hauen. Oh, wow, ist es wieder dunkel. Ey, also ich komme hier nicht mehr raus, oder? Oh. Mal das Ganze hier ein bisschen erhellen. Was bist du? Bist du ein Affe oder ist irgendwie so eine Mischung aus? Oh! I get it. Okay. Ich verstehe, wie ich mit dir zu handhaben habe. Ja, komm mal neu. Also ich kann dich auch nur ganz normal abschießen, ja. Mir gefällt nicht, dass es hier gerade richtig duster wird. Ich Angst habe, dass diese Mücken wiederkommen. Ja, richtig.
Okay. So, haben wir ein bisschen Licht in die Sache gebracht. Es gab halt trotzdem tatsächlich noch diesen einen Weg woanders hin. Ah, sowas stört mich ja. Sorgt dafür, dass die Narren hier nicht durchkommen. Okay, das war der richtige Weg. Kein Problem. Okay, heilen wir uns erstmal. So. Machen wir hier erstmal alles mit Licht füllen, fluten. Ah, da kommt wieder so ein Anzündding. Geht das Ding dadurch aus? Ja. Ah. Ich glaube, ich muss es anzünden, bevor... danach. Nachdem es hier rausgekommen ist. Oh, es zündet sich selber an. Wie mache ich das dann? Das zündet sich automatisch an. Kann das auch nicht mehr weiterleiten irgendwie. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich den brauche. Brauche ich den hier unten vielleicht? Ja, ich brauche ihn hier unten. Okay, verstehe. Kann ich nochmal zurück? Ja, ich kann nochmal zurück. Okay. Gut. Dann holen wir uns das Vieh. Es wird sich halt immer die Flamme, die angezündet wird. Okay. Holy shit, mit was wirft er da? Wirft er da mit Wespennestern? Das wäre echt uncool. Ich hoffe mal nicht, dass er mit Wespennestern wirft. Nicht Nespen. Wespen heißen die Dinger. So. Oh, etwas größere Würmer. Ist die Zelda? Die Zelda? Aber die kommen nicht unendlich raus. Scheint mir aber so, dass die ziemlich unendlich rauskommen. Oder? Kommen hier unten noch welche raus? Nee. Okay, die haben eine Endlichkeitsstufe. Also sind nicht viele. Ah, fuck. Ich krieg aber gut Schaden. Kiste.